Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Find die Roten Steine, und zwar diesmal Superschlag. Um den Auftraggeber zu finden, reise nach Bree. Hier raus, und da ist schon der Auftraggeber. Falls du nicht weißt, wie die Tore aufgehen, über dem Tor, da oben drauf, also hier überall diese unsichtbaren Lego-Steine, gibt es auch hier ganz oben. Diese zusammenbauen, oder besser gesagt, erst kaputt machen, dann zusammenbauen, und dann kann man das da öffnen. Was meinst du, was ein gutes Erbstück ausmacht? Jeder Gegenstand könnte ja irgendwann voll Stolz in der Familie weitervererbt werden. Wie wäre es mit einer Mithril-Pilzkrone? Ich glaube, daraus könnte ich ein Erbstück machen. Aber ich habe die Materialien nicht. Wenn du mir eine schmiedest, bekommst du das Geheimnis für eine richtig gute Ohrfeige. Ja, das wäre doch super. Richtig gekonnte Ohrfeige. So, okay. Und hier muss man bei diesem roten Stein wirklich nicht weit latschen. Und zwar hier gleich von Bree aus Richtung Norden. Da gäbe dann nämlich eine Höhle, und da findet man den Bauplan. Für die Mithril-Pilzkrone. Hier kannst du auch gleich wieder lang fahren. Okay. War falsch. So soll's da rein. Oh nein. Auf ein neues, weil es so schön war. So, jetzt aber. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel für. Und da ist der Key. Wie komme ich denn da hoch? Ah, hier ist ein versteckter Eingang. Ja, wo kommst du denn da jetzt raus? So wollen sie mich aufs Korn nehmen, ne? Warte mal. Ah, genau. Das war richtig so. Dann geh mal her, den guten Key. So festgepackt. Und da haben wir den Bauplan für die Pilzkrone. Heißt es jetzt natürlich wieder schmieden. Zeig mal her, was willst du? Na, Logo, her damit. Mein Mann jammert, er hätte sich auf den Daumen gehauen. Ich sage ihm, du hast gar keine Daumen. Mit Hammer und Zange macht mir keiner was vor. Da haben wir sie. Mithril-Pilzkrone. Kostet 5 Mithril-Steine. Also langsam muss ich wieder ein paar suchen. Vorsicht mit dem Ofen. Ich bin nicht versichert. Na, wer ist das heutzutage schon? Perfekt. Ein schönes Ding. Okay. Und dem richtigen Material kann man einfach alles.
So, und das müsste es eigentlich gewesen sein jetzt. Genau. Das ist also die Mithrilpilzkrone. Sieht sehr erbstückmäßig aus. Ich stecke sie in eine angemessen staubige Kiste und lasse den Zahn der Zeit den Rest erledigen. Danke. Übrigens wollte noch jemand in dieser Stadt etwas geschmiedet haben. Vielleicht könntest du da auch helfen. Ja, ich guck's mir an. Aber erstmal kralle ich mir den roten Stein hier. Superschlag. 50.000 ist jetzt nicht die Welt, aber ich denke, der bringt's dann doch schon richtig. Ups. Mal kurz ausprobiert. Stats anziehen. Superschlag. Mal gucken. Das müsste jetzt richtig knallen. Ja, obwohl mit Gandalf sein Superschlag, da geht sowieso alles kaputt. Aber egal, ja, das war auf jeden Fall der rote Stein. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.